Ja, gebietsweise regnet es heute in der Nacht. Guten Abend, liebe Zuschauer. Aber das ist der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Denn Regen ist bei uns bis Ende der Woche nicht dabei. Immer wieder ziehen bei uns zwar Wolken durch, aber Niederschlag ist keiner in Sicht. Und bis zum Sonntag geht das hauptsächlich so weiter. So meistens ist es heiter und dazwischen auch sonnig. Und am Montag, da ist die Entwicklung auch noch unsicher. Regenschauer, die könnten durchziehen und die Trockenheit der Böden würde na, zumindest kurzfristig mal weniger sein. Aber selber gießen bleibt nicht aus. Also wer Pflanzen hat, muss gießen und ein bisschen durchatmen können wir. Immerhin, was die Temperaturen angeht, heute mit dem wärmsten Tag der Woche, frühsommerlich, fast 30 Grad gab es heute. Morgen gehen die Temperaturen dann erstmal wieder zurück, mehr auf frühlingshafte Werte. Aber zum Ende der Woche, ja, da ist die Tendenz ja dann auch schon wieder leicht nach oben. Ja, heute Nacht, das ist auch recht mild. Bis morgen früh geht es gerade mal runter auf 13, 15 Grad und es ziehen ein paar Regenschauer durch. Die kommen aber nicht bei jedem an. Der Böegewind vom Tage nimmt ein wenig ab, legt aber morgen schon wieder zu, vor allem auf dem Brocken mit Sturmböen. Und abgesehen von letzten sehr lokalen und auch leichten Schauern ist es bei uns überall trocken. Es gibt einen Sonne-Wolken-Mix. Die Waldbrandgefahr, die bleibt also hoch. Mit 21 bis 23 Grad ist es dann auch schon nicht mehr ganz so warm wie eben noch heute. Und der Trend, es bleibt wie gehabt bei Sonnenscheine, trockenen Böden und eben auch wieder sommerlichen Temperaturen. Ja, willkommen zum Wetterbericht, liebe Zuschauer. Ja, der Hochdruckeinfluss lässt nach und Tiefausläufer, die bringen von Nordwesten her noch mal etwas Regen zu uns. Allerdings auf dem Weg nach Osten schwächt sich die Front immer weiter ab. Und damit gibt es bei uns nicht allzu viel Niederschlag. Und bis zum Wochenende ist bei uns auch gar nicht mehr groß an Regen was zu sehen. Insgesamt wird es sehr trocken sein, was bis Sonntag auch die Waldbrandgefahr wieder erneut erhöht. Und mit ein paar Wolken aus West geht es heute Nacht schon durch die Nacht. Ja, der Himmel kann auch durch etwas Sahara-Staub getrübt sein. Dabei ist es frostfrei mit 2 bis 3 Grad. Morgen Vormittag dann eine weitere Zunahme der Wolken. Vorerst ist es noch trocken und ab dem Mittag durch die Kaltfront wird es dann etwas nass. Weiterhin ist auch die Sahara-Staubkonzentration am Himmel hoch. Bei Regen werden die Partikel teilweise ausgewaschen und die finden wir dann als Staubschicht auch schon mal auf unseren Autos wieder. Das Ganze morgen bei frühlingshaften 13 bis hin zu 15 Grad und der Trend am Freitag bis auf letzte hartnäckige Wolkenreste im Süden ist es dahinter schon heiter und trocken bei 13 Grad. Nachts auch wieder leicht frostig bei uns. Tagsüber gibt es dann am Sonntag bzw. Sonnabend recht viel Sonnenschein, denn der Hochdruckeinfluss, er dominiert wieder und das bis fast Mitte der nächsten Woche. Schönen Abend. Und da wird es ruhig und freundlich. Guten Abend, liebe Zuschauer. Grau und nieselig, so wie heute, das ist morgen schon wieder vorbei. Die dichten Wolken ziehen nämlich ab. Und noch besser sehen wir das Ganze auf dem Satellitenfilm. Und heute den ganzen Tag ganz viele Wolken dicht bedeckt hier im Osten und auch im Norden von Deutschland. Ganz vereinzelt, ganz kurze Lichtblicke waren da mal mit dabei. Und es hat sich bei uns im Osten eben rückseitig einer Kaltfront auch schon deutlich abgekühlt. Während eben bei viel Sonne in Richtung München noch mal knapp 20 Grad drin waren, reicht es bei uns gerade mal für knappe 10. Aber die gute Nachricht, Sonnenschein, den gibt es ab morgen auch wieder für uns alle bis in die neue Woche hinein. Bleibt es dabei auch trocken, nur die Temperaturen, die bleiben relativ frisch. Die Luft kommt nämlich aus dem Norden. Und heute Nacht, auch hier wird es wieder deutlich frischer werden bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Dazu trocken und erste Auflockerungen, die gibt es dann bis morgen früh von der Altmark her. Morgen dann bis etwa Mittag zieht die Bewölkung in den Süden. Dahinter zunehmend sonnig bei bis zu 14 Grad maximal. Und in der Nacht dann zum Sonntag wird es dann auch wieder leicht frostig, also bei der Eiersuche, da kann es dann früh morgens doch etwas frisch sein, wenn man draußen ist. Und ansonsten die anderen Tage weiterhin trocken bei sehr viel Sonnenschein. Von Westen ziehen dann zum Dienstag neue Wolken durch. Unklar ist aber noch, ob denen Regen folgt. Ja, willkommen zum Wetterbericht. Ja, mit einer Warmfront von Tief, Elke, über Südspanien ging es bei uns heute früh doch schon mal mit einigen Wolken in den Tag. Und das Tiefe bringt nicht nur Wolken und teils milde Luft, sondern auch Sahara-Staub bis zu uns nach Deutschland. Wenn sich also über uns der Himmel ähnlich wie hier milchig gelb einfärbt, dann sind das große Mengen Wüstenstaub Afrikas. Außerdem sorgt die Luft aus dem Süden vorübergehend auch für frühlingshafte Temperaturen. Die kommenden zwei Tage werden wir uns
jetzt ein klein bisschen milder, bevor sich dann ein neues kräftiges Hochdruckgebiet wieder bildet und es anschließend dann auch schon wieder ein bisschen kühler bei uns wird. Ja, ein bisschen frisch wird es auch in der kommenden Nacht. Runter geht es auf Werte um den Gefrierpunkt, dazu auch Süden auch noch mal ein bisschen Regen, der aber im Verlauf ostwärts bei uns abzieht und dahinter kann es dann auch teilweise neblig werden morgen früh, beziehungsweise am Vormittag dann schon mal ein sehr schöner Tag, der dann auch auf uns wartet. Erstmal nach dem frühen Nebel, der muss sich auflösen, wird es dann mit jeder Stunde bei uns freundlicher bis zum Nachmittag bzw. Abend dann auch hier und da sonnig oder auch wolkenlos, dabei trocken. Die Temperaturen steigen dabei auf fast schon frühlingshafte 14 Grad. Ja, am Donnerstag wird es dann noch einmal nass bei uns. Von Westen her reichen uns dann neue Schauerwolken, wobei es aber erst einmal im Nachmittagsverlauf anfängt zu regnen. Vorher also trocken, ab Freitag dann aber freundlich und auch dann erstmal kein Regen mehr. Schönen Abend.